Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich weiter in meinem zweiten Keller. Das heißt, ich werde die nächste Kiste leeren, minimalisieren und ordnen. Des Weiteren habe ich noch zwei angefangene Pakete Streu von meinen Meerschweinchen in diesem Keller stehen und einen großen Kunststoffeimer, in dem auch noch ein Teil Streu drin ist. Die drei Sachen möchte ich auch aus dem Keller raus haben und dafür habe ich auch bereits einen Abdämmer. Ja, des Weiteren werde ich noch den Boden ein bisschen reinigen, ja, und auch ein kleines bisschen aufräumen. Und dabei möchte ich dich gerne wieder mitnehmen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. So, wir kommen jetzt in mein Kellerchaos rein. Ja, es ist zwar hier unten schon einiges leerer geworden als das letzte Mal. Ich blende dir das hier mal ein, wie es letztes Mal hier unten noch aussah. Aber ja, es herrscht natürlich immer noch Chaos. Das hier ist der Kunststoffeimer, der große, den ich eben genannt hatte. Da ist wie gesagt auch noch ein Teil Streu drin. Diesen hier werde ich wohl behalten, da der nicht aus Kunststoff ist. Da hatte ich immer das Heu drin. Den nehme ich dann für was anderes demnächst mal. Ja, dann habe ich wie gesagt noch hier eine angefangene Packung Streu. Und hier nochmal eine. Ja, die kommen jetzt zuerst hier raus. Und dann geht's weiter. So, das ganze Streu habe ich jetzt rausgeholt. Den anderen Eimer auch erstmal, damit ich hier dann nachher überhaupt erstmal ein bisschen aufräumen und fegen kann. Jetzt wollte ich eigentlich zuerst diese Kiste hier machen und habe aber eben mal geguckt. Da sind alles nur Sachen, also bis auf das hier, von meinem erwachsenen Sohn drin. Deshalb kann ich die nicht leeren. Die werde ich mit in die Wohnung hochnehmen. Und dann werde ich einiges davon abfotografieren und meinem Sohn per WhatsApp zeigen und dann kann er immer sagen, okay, das brauche ich noch, das brauche ich nicht und so weiter und so fort, bis sie leer ist. Ja, dann hole ich die jetzt erstmal raus. Dann nehme ich mir heute diese Kiste hier vor. Die stand eben noch da hinten. Ja, und dann habe ich da nämlich schon mal Platz wieder. Und in einer der Kisten hier oben sind meine Frühlings- und Sommerklamotten drin. Die kommt hier auch raus. Die nehme ich auch mit hoch in die Wohnung, weil ich vorhabe, demnächst meinen kleinen Kleiderschrank zu verkaufen. Also erst zu leeren und dann zu verkaufen und den großen Kleiderschrank meines Sohnes ebenfalls leer zu machen. Und dort kommt dann meine ganze Kleidung rein. Und da der deutlich größer ist als mein bisheriger kleinerer Kleiderschrank, denke ich mal, dass ich dort all meine Klamotten reinbekomme. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winterklamotten. Denn bis jetzt hatte ich immer im Winter die Sommer- und Frühlingsklamotten im Keller und im Sommer die Winter- und Herbstkleidung hier im Keller. Und das hat mich auch gestört. Ja. Von daher werde ich, wie gesagt, diese Kiste jetzt hier gleich raussuchen und dann kommt die auch schon mal mit hoch in die Wohnung. Ich habe jetzt zumindest mal hier oben mal alles abgefegt. Hier auch. Und hier auch. Ja, ich habe die Kiste mit meiner Sommerkleidung war auf der linken Seite. Jetzt habe ich alles andere darüber geschoben. Und habe zumindest hier jetzt schon mal eine kleine Ecke frei. Ja. Und hier unten habe ich ja hinten auch schon mal gefegt. Da habe ich da ja jetzt auch schon eine Ecke frei. Jetzt geht es hier noch weiter. Da werde ich hier noch ein bisschen Platz schaffen. Und hier alles fegen. Und hier hinter auch den Schmutz beseitigen. Das habe ich zwischendurch immer mal gemacht. Aber kam permanent neuer Schmutz dazu, vor allem durch das Streuen, das Heu der Meerschweinchen. Aber das Problem habe ich ja jetzt nicht mehr, da ich mich vor kurzem von meinen letzten beiden Meerschweinchen
getrennt habe. Hier habe ich noch einen großen Sack Hundetrockenfutter. Das hat mal eine bei mir vergessen, deren Hund ich eine Zeit lang betreut hatte. Und am Wochenende bekomme ich ja jetzt wieder einen Hund zur Betreuung, einen Leonberger, den Farley. Ja, und vielleicht frisst der das ja. Mal sehen. Auf jeden Fall kommt das jetzt hier mal raus. Auch. Und los geht's. Passend für Ostern. Ah, ich wusste gar nicht mehr, dass ich die noch habe. Die sind alle aus Holz und deswegen behalte ich sie. Was für ein Chaos wieder. Unglücklich, diese Frau. Sehr gut, das kann ich auch noch sehr gut gebrauchen, das nehme ich auch mit in die Wohnung. So, hier haben wir irgendeine Tüte, wo ich den ganzen Dreck rein mache. Raus. Bin ich froh, dass ich heute endlich wieder weitermache. Eigentlich macht das total Spaß. Wenn ich nur mehr Zeit dafür hätte, dann würde ich nämlich auch heute noch mehr machen. Hätte ich mir doch wieder was Altes anziehen sollen. Hab ich gar nicht dran gedacht heute. Oh ja. Stopp wieder mal. Mal das Fenster hier aufmachen. So, komm wieder frische Luft rein, ne? Dass ich hier nicht ersticke. Muss mir eben die Tür vormachen.
Also dieser Besen ist echt Gold wert. Der ist echt super. Den habe ich schon so lange. Ja, aber den kann man immer wieder verwenden. Viel besser als ein normaler Besen. Zumindest für den Keller und für draußen. Ich muss jetzt meine Tüte. Ach, da bist du. Boah, ich sehe nichts mehr. Voll angenehm hier. Tada! Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Oder? Was denkst du? Wenn auch immer noch viel Chaos herrscht, aber so langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels. So, hier hinten ist jetzt auch soweit sauber und leer. Ja. So gefällt mir das. Ja. Jetzt nehme ich die Sachen mit hoch und dann geht's oben weiter mit der nächsten Kiste. So, ich bin wieder in der Wohnung angelangt und die Kiste steht vor mir, wie du siehst. Ja, und diese Kiste habe ich auf jeden Fall schneller leer als die ersten beiden Kisten. Da hier vor allem große Teile drin sind. Dann wollen wir mal wieder. So, hier habe ich erstmal eine Flasche Sprudelwasser. Ich hatte mal einige Sprudelwasserflaschen gekauft für schlechte Zeiten sozusagen. Wenn mal irgendwas passiert und ich eine Woche nicht mehr einkaufen kann oder dergleichen, damit ich noch frisches Wasser habe. Mittlerweile trinke ich ja aber gar kein Sprudelwasser mehr, sondern nur noch gereinigtes Leitungswasser. Also benötige ich das nicht mehr. Die bekommt somit meine Tochter, meine Erwachsene. Die trinkt nämlich noch Sprudelwasser. Dann habe ich hier noch meine Kaffeemaschine. Funktioniert auch noch einwandfrei. Ich trinke allerdings keinen Kaffee mehr, somit brauche ich sie nicht mehr. Ja, die ist von der Marke Severin. Falls du so eine Kaffeemaschine brauchst, dann schreib mir bitte unten in die Kommentare rein. Dann würde ich dir die eventuell zuschicken. Wenn sie vom Gewicht her nicht so schwer ist, aber ich, ja, und wenn ich eine passende Kiste dafür finde, dann würde ich die dir schenken. So, da habe ich noch einen kleinen Übertopf, den kann ich sehr gut gebrauchen, da ich öfters frische Kräuter in Töpfen kaufe. Und das viel hübscher aussieht, wenn die in kleinen Übertöpfen stehen in der Küche. Deswegen bleibt er direkt hier oben. Für meine Kräuter, ne? Ah, das ist noch von meiner kleinen Geschirrmaschine. Ein Besteckkorb. Die Geschirrmaschine habe ich bereits weitergegeben. Ich hatte noch einen anderen Besteckkorb, so einen schmalen, länglichen. Den hatte ich da reingemacht, weil mir der zu klein war und habe die so auch weggegeben. Ja, und der ist wie gesagt noch übrig. Den brauche ich natürlich auch nicht mehr. So, dann habe ich hier noch ein paar Holzteile. Einen Boden von einem Schrank. Da muss ich erstmal schauen, von welchem Schrank der ist. Vielleicht kann ich den ja noch gebrauchen. Thank you.
Ja, das sind nur alte Reste. Die schmeiße ich weg. Dann ist hier noch ein Boden. Ich denke mal, der ist von meiner Kühltasche. Genau, den bewahre ich immer noch auf. Sobald ich die Kühltasche im Keller gefunden habe, dann kann ich den da reingeben. Ne? Erstmal hier zu. Dann habe ich noch einen Duschschlauch. Den bewahre ich auch mal noch auf. Der kommt dann wieder in den Keller zurück in eine spezielle Kiste. Ach ja, jetzt erinnere ich mich von einer ehemaligen Nachbarin, also in meiner vorherigen Wohnung, habe ich das mal geschenkt bekommen. Und zwar ist das ein Brottrunk für eine gute Gesundheit. Und der ist sogar vegan. Ich hoffe, man konnte es sehen. Muss ich mal schauen, was da alles drin ist, ob ich sowas überhaupt noch trinken kann. Zutaten, Quellwasser, Vollkornbrot, Wasser, Weizen, Roggen, Hafer, Natursauerteig, Roggen, Wasser, Salz. Zutaten aus biologischem Anbau, laktosefrei. Ja, da aber Weizen drin ist und ich keinen Weizen mehr zu mir nehmen möchte, werde ich den nicht trinken. Dazu hat meine ehemalige Nachbarin mir das noch gegeben. Das ist Enzymfermentgetreide, auch Bio, für eine gute Gesundheit. Oh, mit Vitamin B12 sogar drin. Da muss ich auch mal schauen. Da ist aber auch Weizen drin. Ist also beides noch mit, bis zum Jahr 2021 haltbar. Ja, wenn du vielleicht von eins der beiden Dinge Verwendung finden kannst oder sogar für beide, dann schreib mir ebenfalls in die Kommentare, dann würde ich dir das demnächst auch zusenden. Ach herrje, einmal Mundwasser, angefangene Flasche, die bekommt meine Tochter, sowas verwende ich auch nicht mehr. Ah, und hier, das ist allerdings kein Sprudelwasser, das ist Leitungswasser, das habe ich nämlich hier hinten drauf geschrieben. Aus dem Jahre, also 27.08.2016. So lange steht das schon im Keller. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch haltbar ist. Ich nehme das einfach für meine Blumen zum Gießen. Genau. So, was haben wir denn noch Schönes? Hier haben wir noch einen Kaffeefilter, brauche ich auch nicht mehr. Den gebe ich zum Caritas. Genau. Dann habe ich hier nochmal zwei Übertöpfe. Rot mag ich überhaupt nicht. Deswegen kommt er auch zum Caritas. Oder ich frage meine, nee, meine Tochter mag Rot, glaube ich, auch nicht. Ja, dann kommt er zum Caritas. Und der ist rosa oder lila.
Das mag ich sehr gerne mittlerweile wieder, die Farbe. Deswegen behalte ich den noch für ein kleines Pflänzchen. Kommt mal zu dem anderen dazu. Ach, dann habe ich noch von Alverde eine angefangene Flasche Körpermilch. Die ist vegan, wie du siehst. Ja, die werde ich noch aufbrauchen. Ich creme meinen Körper eigentlich überhaupt nicht mehr ein, auch nicht mehr mit Kokosöl. Aber ja, ich denke, die wird meinem Körper mal nicht schaden. Ne? Deswegen werde ich die noch aufbrauchen. So, dann habe ich hier noch lauter klein geschnittene Holzstücke. Das hatte meine Tochter klein geschnitten für meine Meerschweinchengehege. Da ich meine Meerschweinchen hier aber nicht mehr habe, brauche ich die auch nicht mehr und schmeiße die weg. Hier auch. Da ist noch ein Dach von einem der Meerschweinchenhäuser, brauche ich auch nicht mehr. Kommt somit auch weg. Dann habe ich hier noch eine alte Landkarte von Italien. Brauche ich die noch? Die ist von 1998, 99, also nicht mehr aktuell. Von daher denke ich, die brauche ich auch nicht mehr. Ja, kommt die auch weg. Ach, wie cool! Noch ein alter Mixstab. Ich dachte, ich hätte den schon weggeworfen. Ja, Ach, hey. Fällt schon halb auseinander. Ja, der fällt schon auseinander. Leider. Sonst hätte ich den gerne meiner Tochter geschenkt. Schade. Ja, dann muss ich ihn leider auch wegwerfen. Allerdings bringe ich den zum Recyclinghof, denn das ist ja Elektroschrott, sage ich mal. Das darf man, glaube ich, nicht so einfach in die Mülltonne werfen. Dann habe ich hier noch ein altes Fernsehkabel. Einen Fernseher nutze ich nicht mehr, also brauche ich das auch nicht mehr. Da frage ich erstmal meine Tochter, ob sie das noch gebrauchen kann. Sie schaut ja noch Fernsehen und ansonsten kommt sie auch zum Caritas. So, noch eine Farbrolle. Die kann ich noch gebrauchen, wenn ich umziehe, zum Streichen meiner Wände, ne? Die behalte ich so mit. Und hier habe ich noch ein Schüsselchen mit Ostereiern. Auch passend zu Ostern jetzt, zur Osterzeit. Nur diese Eier sind alle aus Kunststoff. Deswegen werde ich die nicht behalten. Da frage ich auch erst meine Tochter, ob sie die vielleicht noch möchte. Ja, ansonsten gebe ich das auch zum Caritas. Ich sehe aber gerade, hier ist noch so ein kleines Teil für Ostern, das ist aus Porzellan, schätze ich mal. Das kann ich ja noch aufhören zum Hinstellen. Ja, genau, für mich. Oder besser gesagt für meine Wohnung. Eine kleine Deko. Diese gelbe Schale, die bewahre ich allerdings auf, weil die finde ich sehr schön, die Farbe. Auch für eine Pflanze.
Dann habe ich hier noch von Alpina einen Color Stick, Farbkonzentrat zum Abtönen. Nee, ich denke, sowas brauche ich auch nicht mehr. Das gebe ich auch zum Caritas. Vielleicht können die da noch Verwendung für finden. So, das ist für einen Balkon. Für einen Blumenkasten, das werde ich auf jeden Fall auch bewahren, da ich vorhabe, mir demnächst eine kleinere Wohnung in einem anderen Ort zu suchen, also in Waltrop. Wahrscheinlich mit Balkon. Von daher kann ich das ja dann noch gut gebrauchen für Balkonkästen. Ne? Das ist noch von meinem alten Grill. Der Grill existiert mittlerweile nicht mehr, also schmeiße ich das auch weg. Das ist noch sehr gut für den Farbeimer, also um die Farbe umzurühren. Deswegen werde ich das auch aufbewahren. Ja, das bekommt noch meine Tochter. Nochmal einen Haken. Ja, cool. Fürs Fahrrad eine Rücklampe. Und sie funktioniert sogar. Und ich habe mir vor 2-3 Monaten fürs Fahrrad eine neue Rücklampe gekauft und anbringen lassen. Die war gar nicht billig. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die nehmen können. Naja, da ich mein Fahrrad aber immer verwende, werde ich die noch aufbewahren, falls die andere mal kaputt geht. Dann weiß ich jetzt, dass ich noch eine habe. So, und das war's auch schon. Fertig. Das ging ja heute flott, wa? Ja, super. Ich freue mich, dass ich, wie gesagt, endlich weitergemacht habe in meinem Keller. Das macht mich sehr glücklich. Es macht sehr Spaß, nicht nur die Wohnung, sondern auch den Keller zu minimalisieren und auszumisten. Ja, und vor allem, weil ich ja, wie gesagt, vorhabe, bald mal umzuziehen, habe ich dann auch nicht mehr so viel, was ich dann mitnehmen muss für meinen Umzug. So wird der Umzug einfacher und auch günstiger. Dann war es das mal wieder für heute. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video.